Hallo Freunde, da sind wir wieder bei Pokémon Kristall. Ja, es ist schon wieder so lange her, dass ich aufgenommen habe, dass ich nicht mehr weiß, was wir zuletzt getan haben. Naja, doch, ich weiß, es werden mal ein paar Team Rockets ordentlich verprügelt. Und nehmen wir mal einen Blick auf unser Team. Achso, Vogel. Vogel. Die Splitter ist K.O. Schlängli geht, naja, Schlängli ist am besten benannt. Albert, naja. Ich bin überlegen, ob ich rausgehen heilen soll, aber nein. Mein Team kommt auch so klar. Hey du, Forscher, komm mal her. Oh, wirklich exzellent. Dieser Radioturm wird passt zu unserem großen Design. Keine Ahnung. Er wird einfach unser Wunsch erfüllen, wie auch immer. Er passt in unser Aufgabenbereich, so in etwa. Forscherich. Wow, Porygon. Okay, du hast ein cooles Pokémon. Porygon. Das ist die Frage. Ich versuch's mit Schlängli. Na los, Sabok. Aha. Los, Matschbombe. Gib's ihm. Den blauen Porygon. Und? Nein, reicht nicht. Na gut. Er hat zwar ein cooles Pokémon, aber scheiß Attacken drauf. Aber kann Porygon so viel Gutes lernen. Zum Beispiel Donnerblitz, Weißstrahl oder Triplette. Wirklich geil. Der Vogel hat ein Level up erreicht. Jeder kurze Plan hat einen Haken. Meine nicht. Oh, da ist dieser Kerl, den wir retten sollen. Habe ich überhaupt einen Beleber mit? Wer ist denn tot? Ist wieder. Lass mich mal nachsehen. Beleber, ja, Haken. So, jetzt werde ich mal ein bisschen meine Pokémon aufheilen. Geht doch hier nicht an, dass meine Pokémon die ganze Zeit auf so einem schlechten Zustand herumlungern. Und ich spiele in letzter Zeit jetzt wieder Pokémon Schwarz und Weiß 2 und habe mir ein Vulcano gezüchtet, weil ich daraus ein starkes Akani machen will. Natürlich habe ich auch jetzt angefangen, einen Blitzer zu trainieren, total auf Spezialangriff. Und, wem setze ich denn ein? Ich beginne mir mit Vulcano. Und was ich mir auch noch fangen will in der Schwarz und Weißen 2 ist ein Lapras. Du bist gekommen, um mich zu retten. Ist das, was du denkst? Nein, ich bin ein Hochstapler. Ich habe den echten Referendanten in den Untergrund verschleppt. Wenn du wissen willst, wo er ganz genau ist, dann... keine Ahnung, ich habe den Text gerade versaut, aber du musst mich besiegen, wie immer. Na gut, dann komm her. Ja, 6 Pokémon. 5 Smogons und ein Smogmog. Los, Vulcano, Flammenrad. Ja, ich habe gerade mal wieder gegähnt, deswegen habe ich nichts gesagt. Und ich hatte eigentlich vor, auch schon heute Nacht aufzunehmen. Aber da war ich einfach viel zu müde dazu. Außerdem haben wir momentan eh nur einen einzigen Abonnenten. Was schade ist. Leute, wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert mich. Das zeigt mir wenigstens, dass euch meine Videos gefallen. Und das wäre für mich auch hilfreich. Ich glaube, ich habe das falsche Pokémon angesetzt, ich Trottel. Und? Ja, habe ich. Fuck, aber was soll's, die Spieler sollte es auch schaffen. Und falls ihr ein Rascheln oder Knistern oder so hört, wie jetzt zum Beispiel, falls man das gehört hat, das liegt daran, dass ich hier so Mao am Kugeln habe. Von denen werde ich jetzt eins essen. Nom nom nom. Ja, ich weiß, es ist unprofessionell, während im Let's Play zu essen, zu trinken, zu husten, zu gähnen, was auch immer. Mann, scheiße. Aber ich bin nun mal ein Mensch. Nein, ich bin ein Alien, ja. Na, ich bin nun mal ein Mensch und der macht Fehler.
egal ob absichtlich oder nicht. Und naja, ein Mensch muss essen, ein Mensch muss trinken. Und ich glaube, ich lasse den Vogel nicht in einen Einzelkampf gegen einen Smogon kämpfen. Ob ich Albert einsetzen soll, schafft es Albert. Ich lasse den Vogel doch. Ich werde es jetzt so machen. Vogel und Albert werden ein Smogon gemeinsam besiegen. Ups. Scheiße, falsche Attacke. Das hier wollte ich. Macht dasselbe nur eben auch Schaden. Mudslap. Riemschelle. Oh nein. Bitte Vogel, überlebe es. Nein. Na warte, du Arschloch. Jetzt bist du fällig. Aurora Strahl. So. Scheiße, der hat gar nicht mal so stark gesessen. Versuchen wir es mit einem Headbutt. Der ist ja noch schwächer. Okay, ich bleib beim Aurora Strahl. Und ich habe gestern gemerkt, dass langsam mein Headset ein kleines bisschen kaputt wird. Tut mir leid fürs Husten. Denn ich habe gestern, oh, das macht auch so viel Schaden. Das Kabel auf der linken Seite habe ich nur ein bisschen bewegt und dann ging eine Kopfhörerhälfte nicht mehr. Es wundert mich, dass dieses Headset so schnell den Geist aufgibt, aber... Oh, Smogmog. Okay, da muss der Beißer ran. Sein stärkstes Pokémon. Gegen mein stärkstes Pokémon. Naja, der Beißer ist schon ein anderes Kaliber. Ich weiß, Smogmog hat eine mördermäßige Verteidigung. Und das Schlimmste ist es... Ja, Glück gehabt. Ich wollte gerade sagen, das Schlimmste ist, es kann auch noch richtig auspacken. Mit Explosion und so weiter. Da habe ich schon in die Zukunft geguckt. So, das nächste Smogon wird jetzt draufgehen durch Fliegen. Nein, wird es nicht. Es wird überleben, das weiß ich. Ja, wird es. Das war gerade so Glück. Ob der Beißer die Explosion überlebt hätte, das weiß ich nicht. Denn Explosion ist immerhin die stärkste Attacke, die es gibt. Zumindest bis zur zweiten Generation ist es noch die stärkste Attacke. Ob es bei den neueren immer noch so ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, ja. Ja, ich war jetzt wieder ruhig, weil ich überlegt habe. Ist es nicht? Arbok. Los! Jetzt Biss ein. Biss ist im Moment noch speziell. Glaube ich zumindest. Wenn nicht, korrigiert mich. Ich glaube, Unlichtattacken waren in der zweiten Generation speziell. Ah, nein. Jetzt fängt dieser Schmarrn schon wieder an. Dieser Kaiserschmarrn. Oh nein. Jungs, Leute, Kaiserschmarrn schmeckt verdammt gut. Ich esse Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn zwar immer ohne Rosinen, weil es meiner Meinung nach besser schmeckt, aber das ist Geschmackssache. Meiner Meinung nach schmeckt halt beides gleich gut, aber ich mag ihn lieber ohne Rosinen. Na los, auch Mann, Schlängli. Du kriegst keinen Kaiserschmarrn von mir, wenn du jetzt nicht triffst. Ah, Schlängli mag Kaiserschmarrn. Kann ich ihn auch nicht verübeln, denn wer mag ihn meinen keinen? Ich kenne zumindest niemanden, der keinen Kaiserschmarrn mag. Wir haben den echten Präsidenten ins Untergrundwarenhaus verschleppt. Es ist gar nicht weit so weg am Ende des Untergrunds, aber du wirst wohl kaum so weit kommen, wenn ich dir nicht das hier gebe. Wenn der schon zu den Bösen gehört, dieser Kerl, warum gibt er mir dann überhaupt den Schlüssel? Er könnte auch sagen, tja, du hast mich zwar besiegt, aber ich würde dir niemals sagen, weil ich tja, Pech gehabt. Und er behält den Schlüssel bei sich, dann würden wir nicht weiterkommen und dann wären wir verloren. Dann müssten wir die Tür aufbrechen mit unserem Pokémon, aber auf die Idee kommt natürlich auch keiner. Keine Ahnung warum, aber naja. So, falscher Knopf, das wollte ich.
und voll, natürlich voll mit dem Rad gegens Haus fahren. Tut überhaupt nicht weh oder so. Ja, das musste ich jetzt tun. Tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwelche Leute von euch Ohrenschmerzen oder was auch immer verpasst habe, aber ich wollte nur einmal sehen, ob das Mikro auch wirklich an ist. Nein! Verdammt! Denn meine Tonspur bewegt sich so wenig, dass ich es kaum mitbekomme. Zugegeben, ich achte auch wirklich nicht wirklich so sehr auf die Tonspur. Soll ich die Vogel benennen? Nein, ich lasse ihn Vogel. Natürlich weiß ich, was jetzt auf mich zukommt. Und die Frage ist, wem setze ich ein? Ich glaube, Volcano ist deine beste Wahl. Was? Halt, warte. Ich hab dich gesehen und bin dir gefolgt. Ich weiß, der hat eine andere Stimme, aber die weiß ich jetzt nicht mehr. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich vernichten werde. Und Team Rocket auch. Warte mal eine Sekunde. Du hast mich schon besiegt, oder? Ach, das war Schnee von gestern. Ich werde meine Rechnung begleichen. Ja, unser Rivale will wieder mal verprügelt werden. Ja, Silver will kämpfen. Und ich glaube, es ist dann nur ein Gerücht, oder ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich glaube schon. Nämlich Silver, also der Rivale hier, ist der Sohn von Giovanni, dem Team Rocket Boss. Und das ist irgendwie paradox, dass ausgerechnet das Kind von Team Rocket Oberhaupt Team Rocket vernichten will. Normalerweise wäre es doch so, dass er Team Rocket übernehmen will und dann neuer Herrscher wäre, aber nein, er will es zerstören. Tja, manchmal sind von den großen Obermotzen die Kinder die größten Feinde. Und dieses Golbert hat gerade unangenehme Züge gezeigt, was Vulkan aber total kalt lässt. Und Feuer-Pokémon kalt, na klar doch. Ich habe ein bisschen Bammel vor der 8. Arena, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ui, ich glaube Imbagator. Okay, wer ist gut gegen Imbagator? Normalerweise Albert, aber der ist noch viel zu schwach. Ich probiere es mit Schlängli. Naja. Ich habe ein bisschen Bammel vor der 8. Arena, weil ich weiß, was da auf mich zukommt. Und die Pokémon dort sind verdammt stark. Ich will ungern verlieren. Ich muss sowieso, bevor ich in die 8. Arena... Jawohl! Ich muss sowieso, bevor ich zur 8. Arena antrete, gegen die Leiterin, werde ich sowieso trainieren müssen. Nämlich, oh nein, der Vogel und... Albert, ja, das war's. Jetzt habe ich tatsächlich den Namen vergessen gehabt. Mal voll das Biss-Duell. Imbagator leidet. Scheiße, ich wollte Match Bombe einsetzen. Aber der ist jetzt sowieso am Ende. Er ist eine feige Sau, aber das wird ihm gar nichts helfen. Haha. So, Schlängli kriegt natürlich den vollen Bonus. Magnetilo. Ein Boden-Pokémon wäre jetzt richtig super, aber ich habe leider nur ein Feuer-Pokémon. Apropos Boden-Pokémon, wäre das nicht auch erwähnenswert? Dass ich vielleicht die Spitter ersetzen würde. Ich meine, zugegeben, die Spitter hat sich jetzt schon lange gehalten. Viel zu lange. Es war das erste Pokémon, das ich gefangen habe und ist immer noch mit aktiv im Team. Das war eigentlich gar nicht so vorgesehen. Okay, Nebulak. Ich glaube, der Beißer ist eine gute Wahl. Ich meine, ich habe immerhin 3 Gift-Pokémon. 3 Gift, 2 Flug, 1 Feuer und 1 Wasser. Toll, was für Aussichten. Da würde ich glatt im ersten Top 4 Kampf verlieren, denn der setzt Psycho-Pokémon ein. So, Apollo vernichtet sich gleich mal selber. Beißer erreicht ein Level. Hat 107 Initiative, viel zu viel.
Sneeble, wie kommt der jetzt schon an den Sneeble? Kann mir das irgendjemand sagen? In Gold und Silber sieht es übrigens braun aus. Hier hat es natürlich die Originalfarbe, die es dann immer hat. Sneeble gibt es erst am Silberberg. Wie kommt der bloß zu dem? Also ich weiß nicht, wo man hier früher ins Sneeble fangen kann. Was? Wow. Was? Dieses Sneeble ist ein Hellseher. So. Es hat gewusst, dass es jetzt drauf gehen wird. Okay, nur erreicht Level 34. Das war's, Silber. Ah, warum? Warum habe ich verloren? Vertraue ich meinem Pokémon wirklich nicht genug? Stimmt es wirklich, was dieser Kerl in Uman mir gesagt hat? Warum habe ich verloren? Scheiße. Ich verstehe es nicht. Achso, das war jetzt. Ist das wirklich wahr, was Lance mir gesagt hat? Bringe ich meinem Pokémon nicht genug Vertrauen entgegen? Liebe. Keine Ahnung, was das war. Ist das wirklich das, was mir fehlt? Hindern diese Kneikheiten mich zu gewinnen? Ich verstehe es nicht. Aber es wird nicht enden. Nicht hier. Nicht deswegen. Ich werde nicht aufgeben, mein Traum, der beste Trainer der Welt zu werden. Also, ich gehe jetzt schnell Pokémon heilen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.